Wer war Len Sessermann? Zu einer weiteren Folge Wer war? Heute, wer war Len Sassermann? Len Sassermann kam 1980 in den USA auf die Welt und war schon in der Schule relativ früh als sehr intelligentes Kind auffällig, was leider auch dazu führte, dass er Probleme hatte und schnell Depressionen bekam. Dazu kommen wir aber später noch. Wir kümmern uns jetzt erstmal um seine Karriere. Len Sassermann hat nach seinem Schulabschluss mit 18 Jahren direkt angefangen zu arbeiten, weil er nicht das Geld fürs College hatte. Später ging er dann aber in Europa zur Universität. Auf die Katholike Universität Leuven in Belgien. Auf jeden Fall hat er da studiert und nachher halt auch weiter gearbeitet. Der hat zwischendurch auch gearbeitet bei Cosix und hat da industrielle, also für die Wirtschaft Kryptographie entwickelt und für andere Unternehmen dann halt bereitgestellt. Ja? Also Sessermann war auf jeden Fall ein großer Kryptograf, hat natürlich wahnsinnig viel Ahnung auch vom Coden gehabt und er hat auch nachher noch viel andere Sachen gemacht. Dazu kommen wir genau jetzt. Er hat nämlich auch mit Hal Finney zusammengearbeitet an PGP-Projekten oder Coding und an Remailer-Programmen hat er weitergearbeitet. Und das ist ja auch eine Sache, wo wir wissen, dass Satoshi eine ganze Menge Ahnung davon hatte. Len Sassermann wird nämlich auch immer wieder genannt, wenn die Frage aufkommt, wer war Satoshi Nakamoto? Und eine Verbindung davon ist ja zu Hal Finney, den ich euch bereits vorgestellt habe, der ganz viel Kontakt zu Satoshi hatte, der die erste Person war, die eine Bitcoin-Transaktion empfangen hatte und so weiter und so fort. Und da ist schon mal klar, Len und Hal kannten sich auf jeden Fall. Eine weitere Person, die Len Sessermann auf jeden Fall kannte, ist Adam Back, den ich euch auch schon vorgestellt habe. Und die beiden haben zusammen ein Forschungspaper rausgegeben, Memo, und die haben an verschiedenen PGP-Implementierung halt gearbeitet und die halt auch zusammen rausgebracht. Also Adam Back, Hal Finney sind natürlich Leute, die definitiv im nahen Umfeld von Satoshi waren und deswegen ist halt eine Vermutung, dass Len, da er die beiden sehr gut kannte und mit ihm auch zusammengearbeitet hatte, das vielleicht sein könnte. Eine weitere Person, die er kennengelernt hat, eben bei Cosix, ist David Shaum, der Gründer oder Initiator von den Cypherpunks. Und die beiden haben auf jeden Fall da auch sehr lange zusammengearbeitet. Shaum war im Prinzip so sein Ziehvater oder auch Vorgesetzter, wird man vielleicht heute sagen. Mich würde mal sehr interessieren, was glaubst du denn jetzt aktuell, zum Beispiel auch nach den Videos, die ich jetzt hier zu dem Thema veröffentlicht habe? Was glaubst du denn, wer ist denn Satoshi? Schreib doch mal bitte in die Kommentare. Ist das einer von denen, die ich schon vorgestellt habe? Ist es noch jemand, den ich noch nicht vorgestellt habe, den ich noch vorstellen muss? Ist es Len Sessermann? Weil Len Sessermann zum Beispiel auch einen Schreibstil offensichtlich hatte, der zu Satoshis Style passte. Also Satoshi hat wohl am Anfang einer Zeile immer zwei Leerzeichen eingeführt und das hat wohl Len Sessermann auch gemacht. Ist das jetzt schon ausreichend mit den ganzen Verknüpfungen? Ich weiß nicht so genau. Len Sessermann hat 2006 dann, also mit 25, 26 Jahren, seine Frau geheiratet, Meredith, mit der hat er auch zusammengearbeitet. Also er hat sich da auch eine Partnerin genommen, die, obwohl er so ein intelligenter Typ war und wirklich Volldampf gearbeitet hat und völlig überzeugt war von der Idee von Anonymität, auch im Internet, auch im Bezahlsystem, dass er da definitiv mitgearbeitet hat. Hat er sich trotzdem eine Frau gesucht oder halt eine gefunden, die da wirklich mithalten konnte, mit der er zusammengearbeitet hat? Also, das klingt so für mich als Außenstehender wirklich nach einer nach einer super Zusammenkunft, wenn man das Glück hat, einen Ehepartner zu haben, der auch einem das Wasser reichen kann, obwohl man völlig außergewöhnlich in dieser einen Sache drin ist, für die man völlig brennt. Jetzt ist noch was
passiert. Also ich habe gerade schon mal gesagt, Lane Sessermann war depressiv, hat viele Therapien gemacht und ist offensichtlich auch an sadistische Therapeuten geraten, die im Endeffekt die ganze Sache noch viel schlimmer gemacht haben. Lane Sessermann starb am 3. Juli 2011 im Alter von 31 Jahren an den Folgen einer Depression bzw. an seinem Suizid. Es war genau 2 Wochen, nachdem Satoshi seine letzte Nachricht abgesendet hat.